Die Klamottenmode. Oh, dieser süße Stimmt, Stand. Habe ich schon fotografiert, weil der echt niedlich war. Der sah wirklich hübsch aus. Die Verkäuferin, ja, ja, das ist voll niedlich. Kaufen Sie das. Katzen. Essen. Ja, wie hieß denn die Sänger? Taiyaki. Ja. Ey, die hatten immer eine riesengroße Schlange gehabt. War der Hammer. Ich habe einmal Taiyaki gegessen. Wie schmeckt denn sowas? Ich habe das noch nie gegessen. Oder? Ich glaube, ich könnte auch Takoyaki. Siehst du, von wegen, es gibt keine Pommes, es gibt Pommes. Oh, na, die habe ich nicht gesehen. Wir haben bei den Fressbuden in der Glashalle geguckt. Oh, vor der Bühne. Die Bühne. Yay. Und guck mal, da sind Olli und Susa. Da saßen wir wieder in der Runde und haben gekritzelt. Oh, Fussel ist als Trickster so zum Kotzen süß. Mir ist eigentlich immer zum Kotzen süß. So. Und Cell sah auch geil aus. Mit den Blümchen in den Stiefeln. Ich habe schon zu ihm gesagt, sieht ein bisschen aus wie der Frühling. Ja. Und Suse. Ja. Die immer wie immer ein bisschen kamerascheu ist, aber es macht ja nichts. Oh, die zwei hatten auch da haben wir drüber diskutiert, bis wohin wohl diese Hufschuhe stützen. Ob die bis zur Ferse hochstützen oder wirklich nur, ob man das ganze Gewicht auf den Zehen verlagert hat. Wir haben es nicht rausgefunden. Nicht mal gefragt oder so. Nee, die waren sowieso, die wurden von Fotografen belagert und es wurde ja auch, also ich kenne das von anderen Cosplayern, die sagen, das Schlimmste in solchen Schuhen ist es, wenn man lange irgendwo stehen muss. Deswegen wollte ich dann auch nicht, dass die nochmal anhalten müssen wegen uns. Guck mal. Ach, der My Costumes Shop. Skypes. Jetzt habe ich gedacht, was macht Yami denn? Das ist eine Yami! Aber auch eine Violin. Ich finde so ein Ding so schön, ich will sowas haben. Schatz, du musst dich entscheiden. Mode, Limousine aus Gold oder Demonico? Alle. Weil dann komme ich nämlich mit meiner Limousine aus Gold und die hat noch einen Anhänger und da kommt... Wenn du es bezahlst. Ja, ich bin ja dann reich und rühmt. Und dann hab ich... Und rühmt. Und rühmt. Guck mal, Mangas. Attack on Titan. Auf einer Buchmesse. Attack on Titan. Hast du damit gerechnet? Attack on Titan. Oh, toll. Hey. Noch mehr Mangas. Ich habe dieses Jahr kein einziges... Doch, ich habe Hockey-Homo gekauft. Hockey-Homo. Hockey-Homo, ja, hast du dir erkämpft, ey. Das war der Hammer. Sind selbst Sonntag immer noch welche zu ihr gegangen und da hat sie, glaube ich, keine mehr gehabt. Am Donnerstag ist gleich sofort Sonntag hingegangen. Das war der erste Ansteuerungspunkt. Hockey-Homo. Ja, es stand Hockey-Homo an 3. Hast du gerade Hockey-Homo gesagt? Hockey-Romeo. Aber die war sehr gut besucht. Es war auch eine Explosion an Hockey-Homo-Cosplayern auf dieser Convention. Ja. So, aus welcher Serie ist das? Oh, das ist ein Crush und das ist ein Ruben und das ist ein Scott und noch ein Crush. Doch mal rumlaufen. Oh, und Steffi und Susi waren als Schneeweißchen und Rosenrot da und das sah so toll aus. Oh, guck mal, epische Cosplayer. Woo! Und ich laufe voll durchs Bild. Wir laufen beide durchs Bild. Ja, die Glow Cloud, die hatte mich schon auf der Detico angesprochen. Hat dann so gefragt, ja, an welchem Tag machst du dann das Cosplay? Und ich so, ja, genau an dem. Und dass sie dann doch noch gekommen ist, das fand ich so toll. Sie hat nämlich überlegt, ob sie am Freitag überhaupt die Glow Cloud macht, aber... Hat sie. Das war toll. Dann wurde es gemacht. Und dann kam endlich mein Carlos. Die Freuden eines Cosplayers. Wenn er seinen Partner findet. Carlos. Du bist so ein Fangirl. Ja. Ja. Ach komm, sie ist auch niedlich. Ja, ist sie auch. Die kam auch ganz oft an meinen Stand. Die hat... Ja, sie hat mir erzählt, dass du sie dann wiedererkannt hast, obwohl sie in Zivil war. Oh, die hat aber wirklich ein gutes Gesicht, das man wiedererkennen kann. Gott sei Dank, ich kann mir Gesichter so schlecht merken, ey. Ach ja, dann hat sie mich angebartet. Das war so süß, weil als ich dann so zu Schux gesprungen bin, ich wusste gar nicht, dass sie Welcome to Night Vale kennt. Und ich stehe vor ihr und so, hey! Und sie guckt mich noch an und meint so, oh, Baby. So knuffig gewesen.
Der dreiköpfige Affe, ey. Perfekt. Hey, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Der war echt toll. Huch, jetzt bin ich die Kamera runtergefallen. Alter, meine Beine sehen wirklich so unglaublich lang aus mit den Hosen und der Weste. Oh ja. Ich find's Na, weil toll. Die Weste verkürzt deinen Oberkörper, deswegen sind deine Beine mehr. So rau. Das eine Bild, was gleich kommt, finde ich so geil. Da kriegen wir beide den Lachanfall. Es sieht so aus, als hätten wir uns gegenseitig so weggebasht. Das sah sehr schön aus. Warte, das kommt gleich. Das ist so ein cooles Bild. Wie mit den Köpfen zusammengestoßen. Ja. Bams. Ja, das war's. Yay! Gegenlichtvideos for the win. Noch mehr Fotos. Oh, guck mal, eine Treppe. Oh Gott, war es da leer? Oh, das ist so wirklich. Es kommt einem so voll vor, wenn man so da ist, aber wenn man dann wirklich das auf dem Video sieht, ist es so unglaublich leer. Das ist gar nicht mal so viel, ne? So unglaublich leer. Oh ja, diese Treppe, diese Spiegelung von der Treppe an dem Glas, das war voll psychedelisch. Ach stimmt, das hast du mir dann erzählt. Da waren ja, guck mal, wie das aussieht. Das sieht so aus wie diese optische Täuschung mit diesen ganz vielen Kreisen. Ja, genau. Ich fand das voll cool. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir durch, oder? Das war der Freitag. Yeah. Möchtest du noch etwas zum Freitag sagen? War sehr entspannt. War sehr entspannt. Chillig quasi. Ja. Ja. Also ich muss im Allgemeinen sagen, jetzt so mittlerweile habe ich so eine Gruppe zum Sitzen gefunden, die durchweg sehr entspannt ist. Es ist alles super tuffig. Tuffe. Also ich finde es halt auch sehr angenehm, dass man jetzt auch so, das ist mir dieses Jahr auf der RBM wieder aufgefallen, dass man jetzt wieder fandomübergreifend in Gruppen sitzt. Das war in den letzten Jahren eher so, dass man wirklich jedes Fandom saß so für sich. Man hat die anderen Fans böse angeguckt, aber jetzt mittlerweile ist es wirklich so, sitzen alle wieder so ganz bunt gemischt durcheinander, miteinander rum und das ist voll toll. Ja. Und Freitag war halt auch schön bequem, ne? Freitag war bequem. Für dich. Für meine Füße eher weniger, weil die haben echt abgekackt. Ja, du warst am Ende fertig. Ich war am Ende richtig fertig. Also ich habe das sowieso irgendwie auf jeder Con, dass ich mal so richtig einen Durchhänger habe, meistens irgendwann gegen Ende. Oder diesmal eben jetzt in der goldene Mitte. Diesmal genau in der Mitte habe ich so einen richtig schlimmen Durchhänger gehabt. Aber die anderen Tage war es wieder gut. Einmal Durchhänger und alles ist wieder topfit. Außen topfit, innen Geschmack. Wow, das ist lecker. Ja, durchklicken. Ich klick da jetzt durch. Och nee. Das wird jetzt sehr lustig, die. Ich glaube, ich krieg lieber weiter und du beruhigst erstmal dein Odem. Jetzt ist er beleidigt. Ah. So viele Fotos habe ich noch gar nicht gemacht. Doch, ich habe die vorhin aussortiert, das sind eine Menge Fotos. Scheiße. Warum?